In einem von meinen vergangenen Projekten habe ich euch gezeigt, wie man hier diese Kästchen bauen kann. Und das ist eine relativ einfache Methode, wie man solche Kästen bauen kann, ohne Frästich. Jetzt bin ich aber im Internet auf was gestoßen, was ich unbedingt ausprobieren wollte, denn das geht nochmal eine Schippe schneller als hier diese Variante. Das werde ich euch heute zeigen. Wir werden zusammen ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Das Multiplex, was ich hier habe, ist leider nicht für das heutige Projekt geeignet, weil es einfach zu dick ist. Ich habe hier ein 9mm Multiplex und das ist tatsächlich immer noch zu dick, denn das können wir später nicht richtig fräsen. Und aus dem Grund werden wir uns aus Buchenholz unsere Bretter selbst herrichten. Und bleibt unbedingt dran, denn gleich seht ihr meine neue Bandsäge zum ersten Mal bei einem richtigen Projekt im Einsatz. Und das ist ganz schön erstaunlich. Oh, das kann ich auch benutzen. Und hier seht ihr tatsächlich eine Eigenschaft am Massivholz, die mich in der Vergangenheit schon so das ein oder andere Mal richtig genervt hat. Denn wie oft ist es mir passiert, dass ich halt eben etwas grob zugeschnitten habe, hab's hergerichtet, also ich hab's abgerichtet und auf Dicke gehobelt, hab meine entsprechenden Streifen herausgeschnitten und danach, bei dem allerletzten Teil, ist mir aufgefallen, dass da so ein Längsriss, den man vorher nicht gesehen hat, im Holz halt eben ersichtlich wurde, erst nachdem das Ganze gehobelt wurde. Wem ist das Ganze auch schon passiert und wen nervt das auch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wer kann sich noch an diesen Helferlein erinnern? Diesen Werkstatthelfer habe ich noch in meiner alten Werkstatt gebaut. Da habe ich den tatsächlich nicht ganz so oft benutzt, aber mittlerweile freue ich mich immer wieder, wenn ich das Teil benutzen kann. Und den habe ich benutzt, um die Mitte des Brettes zu markieren, um das Ganze jetzt an meiner neuen alten Bandsäge durchschneiden zu können. Da wird es jetzt auch bald noch ein paar Videos von geben, in denen ich euch zeigen werde, wie ich das ganze Teil hergerichtet habe. Ist eine richtig tolle Maschine und ja, da wird es auf jeden Fall ein paar sehr, sehr spannende Videos noch dazu geben. Also, diese ganzen Arbeiten sind jetzt fertig und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt zwei wunderschöne Buchenholzbrettchen. Wenn ihr die Maschinen halt eben nicht zur Verfügung habt, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, einfach Plattenmaterial zu kaufen, was halt eben eine entsprechende Dicke habt. Da müsst ihr halt eben auch so ein bisschen schauen, welchen Fräser ihr habt. Vielleicht habt ihr einen größeren Fräser als ich und dann könntet ihr auch 9mm Multiplex benutzen. Ich habe keinen größeren Fräser, deswegen habe ich der Einfachheit einfach diese Brettchen hier hergestellt. Ich nehme euch wieder ein bisschen näher ran und werde euch zeigen, was jetzt ganz, ganz wichtig ist. Bevor wir jetzt zur Fräse gehen, müssen wir uns einmal überlegen, welche Seite außen sein soll. Hier dieses Brettchen, das ist fast makellos, da haben wir keine Ausrisse. Hier auf der Seite haben wir ein paar Ausrisse. Deswegen soll diese Seite nach innen, dass wir die halt eben nicht so direkt ersichtlich sehen. Und das hier müssen wir jetzt ein bisschen unterstützen. Und dafür benutze ich ganz einfaches Klebeband. Da muss ich jetzt auf der Rückseite das Brett unterstützen, damit es halt eben nicht durchgefräst werden kann, beziehungsweise wenn es durchgefräst wird, dass es halt eben noch einen gewissen Halt hat. Und da werde ich jetzt einfach ungefähr da auf der Laufbahn, wo wir halt eben gleich fräsen werden, das Ganze mit Kreppband verkleben, damit wir auch später sowas wie ein Scharnier haben, wenn wir das Ganze später rumklappen. Wichtig ist halt, dass es an den Seiten nicht übersteht, damit wir immer bündig am Anschlag anliegen. Die sind fertig vorbereitet. Jetzt geht's zum Frästisch. Der Frästisch wird immer noch nicht abgesaugt, aber ich hoffe, dass sich das nächste Woche tatsächlich ändert. Ich warte jetzt noch auf ein Paket. Da sind die Absperrschieber der Metallrohrleitung drin. Und da werde ich euch auch in einem separaten Video zeigen, wie man eine Metallverrohrung anbringen kann und welche Teile man dafür überhaupt braucht. Da habe ich selbst auch super lange gebraucht, bis ich gewusst habe, was da alles dazugehört. Deswegen abonniere doch gerne den Kanal, wenn dich das auch interessiert und wenn du auch davor stehst, deine Werkstatt mit einer Metallverrohrung halt eben auszustatten. Also, den Frästich habe ich übrigens in einem eigenen Video vorgestellt. Das Video verlinke ich euch oben rechts. Ich habe jetzt den mittleren Fräser vorbereitet. Das ist einfach so ein Kegelfräser. Und mit dem werden wir halt im Prinzip jetzt auch so diese Mechanik einfach herstellen können, damit wir diese Kiste gleich zusammenklappen können. Aber jetzt erstmal ein bisschen was zum Setting. Mit das Wichtigste heute ist hier diese Andrückhilfe. Die ist ganz, ganz wichtig. Da solltet ihr schauen, dass ihr auch was Ähnliches halt eben habt, damit ihr halt eben auf der gesamten Länge, auf der gesamten Tiefe immer gleich das Ganze fräst. Weil wenn ihr das Werkstück nicht richtig auf die Fräse aufdrückt, dann kann es halt eben passieren, dass später dieser Klappmechanismus nicht so richtig gut funktioniert und ihr halt eben an manchen Stellen zu viel Holz noch eben stehen habt. Auch ist es zu empfehlen, dass ihr diese Arbeiten in 2 bis 3 Gängen macht, damit halt eben später dieses komplette Konstrukt halt eben nicht auseinanderfliegt. Wenn man das aber wirklich vorsichtig macht, hier an diesem Rubifrästich ist so eine Feineinstellung dran, die werde ich euch gleich zeigen. Dann ist das hier wirklich aber kein großer Act. Das funktioniert dann wirklich sehr, sehr gut. Also, die Andrückhilfe ist passend eingestellt. Das federt jetzt leicht von oben nach unten runter. Das ist eine richtig gute Arbeitserleichterung. Und als erstes werde ich die Fräse jetzt ein Stückchen nach unten packen, damit halt eben sehr, sehr wenig Belastung bei jedem Fräsvorgang auf dem Material
herrscht. Das hier ist die Feineinstellung, die werden wir gleich benutzen. Als erstes werden wir jetzt die Fräse ein bisschen versenken, damit wir halt eben weniger Material verfräsen. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ich gehe da jetzt wirklich Bahn für Bahn vor, damit wir hier keine Probleme beim Fräsen bekommen. Und als nächstes heißt es einfach Fräse einschalten und die ersten Bahnen fräsen. Nach euren ersten Fräsungen solltet ihr dann sowas wie hier haben und da könnt ihr immer mal überprüfen, wie biegsam das Ganze noch ist. Aber hier das Ganze ist noch sehr, sehr fest. Das bedeutet, jetzt fängt es halt eben an, dass wir mit der Feineinstellung diese Fräsung immer weiter zum Rand von unserem Holzbrettchen hier halt eben bringen. Das mache ich mit der Feineinstellung, zeige ich euch auch gleich einmal kurz. Um das Ganze jetzt fein zu justieren, muss ich vorher natürlich erstmal hier mein Stellrad arretieren. Danach kann ich die Fräse hier oben lösen und dann kann ich das hier oben wirklich Stückchen für Stückchen hochbringen, bis ich halt eben genau an der Kante von meinem Brettchen angekommen bin. Und danach heißt es natürlich wieder fräsen. Jetzt können wir langsam feststellen, dass wir dieses komplette Teil so ein bisschen biegen können. Speziell in Faserrichtung funktioniert das schon relativ gut. Aber oben am Stirnholz, da funktioniert es noch nicht so richtig gut. Das bedeutet, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr wegfräsen. Das ist wirklich eine ganz, ganz feine Einstellung, damit es halt eben später auch gut beim Verleimen funktioniert. Also noch mal ein bisschen anpassen und ganz wenig wegfräsen. Im nächsten Schritt werden wir jetzt hier diese Kanten einfach mit dem Cuttermesser rausschneiden und da wird auch nochmal deutlich, wie wenig Material da tatsächlich nur stehen geblieben ist. Und jetzt können wir mal vorsichtig probieren, alles hochzuklappen. Das Schöne ist auch schon, dass wir nichts mehr ausrichten müssen, weil das Klebeband ist ja immer noch auf der Rückseite. Und wenn man alles richtig gemacht hat, wenn alles schön rechtwinklig vorher gewesen ist, dann sollte man das einfach so wie hier hochklappen können. Und an Qualität von so einem Kästchen ist das hier wirklich richtig, richtig gut. Ey, das Tor ist richtig abgefahren. Ist das geil? Im nächsten Arbeitsschritt können wir jetzt hier einfach Holzleim aufgeben und alles wie gewohnt zusammenklappen. Ach, jetzt hat man es gar nicht gesehen. Ich bin so blöd. Das war viel zu viel Holzleim schon wieder. Jetzt auf den nächsten Versuch probiere ich mal weniger Leim zu benutzen. So, jetzt einfach nochmal alles auspacken. Und was soll ich sagen? Unsere Kistchen sind auch schon fertig. Ihr habt gesehen, es hat nicht wirklich lange gedauert. Und wenn man das dann anschließend noch geschliffen hat, dann sieht das auch wirklich richtig schick aus. Vor allen Dingen die ganzen Übergänge sind so, so gut geworden. Wenn man da ein bisschen Mühe reinsteckt, dann kann man hier mit wenig Aufwand sehr, sehr viele von diesen Kisten machen. Die müssen ja auch nicht länglich sein, die könnten ja auch vielleicht quadratisch sein. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass man so sehr, sehr gut Ordnung in seine Werkstatt reinbekommen kann. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du diesen Tipp hier schon gekannt hast. Wie gesagt, ich bin vor kurzem im Internet darauf aufmerksam geworden und ich wollte das unbedingt ausprobieren und das mit euch teilen. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich verlinke euch jetzt hier noch zwei weitere Videos und wünsche euch bis zum nächsten Video einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao.